Ja, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde. Und zwar gibt es heute ein kleines Video, wo ich euch meine ganzen Einstellungen zeige. Und zwar hatte sich der Justin das gewünscht und deswegen nehmen wir das heute in diesem Video in Angriff. Im Prinzip geht es da auch nicht nur um die Grafikeinstellungen, sondern auch um die Steuerung im Allgemeinen. Ich bin aber der Meinung, ich habe gar nicht so viel verändert. Natürlich, was Grafik angeht, muss jeder für sich selber entscheiden, wie halt auch der Computer leistungsfähig ist. Ich zeig erstmal die Grafikeinstellung. Im Prinzip klar, Vollbildmodus, Auflösung. Ich habe bloß einen 1080p Bildschirm, deswegen geht hier nicht mehr. Natürlich FPS-Zahl 60, das sollte eigentlich machbar sein. Ansonsten ja, ist alles im Prinzip benutzerdefiniert. Für mich war halt wichtig, dass ich habe nicht alles auf High eingestellt, High-End, weil im Prinzip mein Computer vielleicht doch nicht unbedingt der leistungsstärkste ist. Aber ich muss sagen, wenn ich zocke, gibt es eigentlich gar keine Ruckler großartig. Bei Livestreams ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, wegen internetmäßig. Das zieht natürlich ordentlich das Spiel, weil immer wieder die Welt so ein bisschen nachgeladen werden muss. Deswegen, ich finde jetzt Ozeane, Seen, Flüsse, Straßen, das muss auch nicht hochauflösend sein, gerade wenn man Langstreckenflüge macht und sich relativ weit über dem Boden befindet, gerade wenn es bewölkt ist, ne? Gebäude habe ich im Prinzip auch bloß hochgestellt, reicht für mich aus. Bäume, da finde ich, dadurch, dass man ja auch relativ weit hoch in der Luft ist, braucht man da auch nicht unbedingt hochauflösend. Deswegen eher bloß Mittel. Gras und Büsche ebenfalls hätte ich auch auf Mittel stellen können, aber ich lasse es jetzt auf hoch. Natürlich, was Wolken angeht und die Texturen, finde ich im Prinzip schon relativ wichtig, weil man ja Wolkenhöhe fliegt. Ne, Texturen ist für mich halt auch wichtig, dass die hochauflösender sind. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Passen Sie das Level? Visuelle Qualität. Ich hatte mir damals auch ein Video angeguckt, wie ich es am besten einstelle. Deswegen kann ich jetzt bloß euch mein Endergebnis zeigen. Wie gesagt, einfach vielleicht ein bisschen rumexperimentieren und dann findet ihr im Prinzip eure besten Einstellungen. Was ich gerade sehe, Windschutzscheiben-Effekt kann man auch bloß auf hoch machen. Kontaktschatten, das ist im Prinzip der wahrscheinlich die Schatten, der das Flugzeug widerspiegelt. Also im Prinzip vom Flugzeug die Kontaktschatten. Ja, wie gesagt, alles bloß hoch, mittel, die Bewegungsschärfe. Ne? Also nichts hier auf Ultra, wie gesagt, die Windschutz Grafik, das habe ich jetzt auch mal runtergestellt. So, speichern und anwenden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. So, kommen wir zu den Unterstützungsoptionen, die ich euch vielleicht zeigen möchte. Ich bin jetzt kein Hobbyflieger, deswegen habe ich im Prinzip Flugsysteme, Einfachausfälle und Schäden einfach. Navigationshilfen, da habe ich Route und Wegpunkte habe ich ein, weil ich mich, wie gesagt, gar nicht so gut auskenne. Smartcam-Modus, ja, habe ich jetzt auf automatisch. Benachrichtigung, Pilotensteuerung habe ich, wie gesagt, ja, KI, na gut, KI, Kommunikation, das, warum das jetzt aus ist, weiß ich nicht. Was ich jetzt bloß ausgemacht habe, ist die KI-Trimmung. Und zwar hat man ja im Flugzeug einen Trimmer, um nicht das Steuerknüppel zu bewegen. Hat man so einen Trimmer wegen Höhe,
Ja, weil ich mit Tastatur spiele und da kann man halt, wenn ich die Taste drücke für den Steuerknüppel, wenn ich nach oben fliegen will, ich kriege den nie wieder auf neutral eingestellt, deswegen nehme ich eher den Trimmer, das zeige ich euch nachher auch noch. Deswegen habe ich das ausgestellt. Also wie gesagt, sonst hier alles ein, außer den KI-Trimmer. Sehenswürdigkeiten, dass das angezeigt wird, das habe ich eingestellt. Alle Beschriftungen anzeigen, habe ich jetzt auch. Es ist ja relativ neu mit den Sehenswürdigkeiten, dass die angezeigt. Nee, die Sehenswürdigkeiten, das passt, aber die Städte, das ist relativ neu. Und Spielerlebnis, das habe ich, wie gesagt, auch größtenteils. Checkliste habe ich aus. Also im Prinzip, das war gleich losstarten. Weil mir das vielleicht zu viele Knöpfe sind. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, was er braucht und was nicht. Dann gehen wir jetzt zur Steuerungsoption. Also ich habe gar nicht so viel verändert. Ne? Jetzt. Gehen wir zur Tastatur. Von der Kamera habe ich gar nichts eingestellt. Also der Justin meinte zu mir, dass er im Prinzip Probleme hat, wenn er gewisse Tasten drückt, dass dann die Kamera auf einmal sich verändert, der Kameramodus. Na, jetzt weiß ich gar nicht, warum das hier so hackelt. Das Einzige, was ich eigentlich eingestellt habe, ist das Seitenruder. Mal gucken. Genau, Seitenruder nee, umschalten. Hier, Seitenruder zentrieren. Da habe ich im Prinzip, das werde ich euch nachher auch nochmal zeigen, wenn ich das Seitenruder betätige, bleibt das in dieser Ausgangsstellung. Und damit es sich wieder zentriert, habe ich das praktisch eingestellt, Seitenruder zentrieren. Ansonsten in der Videobeschreibung ist alles nochmal vermerkt, welche Tasten ich benutze. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, alles zu zeigen. Die Kamera, bin ich denn jetzt? Deswegen würde ich vielleicht auch sagen, wir gehen mal richtig rein ins Spiel und dann zeige ich euch, welche Tasten ich im Prinzip nutze. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch. Also wie gesagt, alle Tasten, die ich jetzt drücke, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Im Prinzip. Also wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich schon soweit startklar. Und können jetzt eigentlich losfliegen. Also im Prinzip die rechte Maustaste ist für die Kamera gedacht, dass ich hier hin und her switchen kann. Die linke hat keine Funktion. Dann drücke ich auf Ende auf der Tastatur und komme sozusagen dann in die Außenperspektive. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann wieder in die Innenperspektive. Also Ende für die Innen- und Außenperspektive. Dann habe ich logischerweise die F3-Taste für das Triebwerk, dass er da im Prinzip sich erhöht. F2, dann wird im Prinzip Schub weggenommen. Dann habe ich, wie hier oben schon steht, Strong und Komma für die Bremse, die jetzt aktuell gezogen ist. Das lassen wir erstmal. Dann habe ich im Prinzip die Taste auf der 10er-Tastatur, aber ich hoffe, dass ihr auch die 10er-Tastatur habt. 10er-Tastatur, hier mit dem Nummernblock. Und dann habe ich praktisch auf diesem Nummernblock auf der 0 für das Seitenruder, was wir hier sehen, was sich bewegt, und Enter. Also 0 für nach links. Man's. Und Enter für rechts. Also im Prinzip, wenn ihr jetzt fliegt und ihr wollt jetzt nach links, dann benutze ich das Seitenruder, nicht das Steuerknüppel. Ach, das macht er automatisch. Okay, das wusste ich gar nicht.
Das scheint dann neu zu sein, weil vorher war es so gewesen, dass sich das nicht wieder automatisch einstellt. Deswegen habe ich im Prinzip, wenn ich das Seitenruder wieder zentriert haben möchte, drücke ich Strong und 0. Dann habe ich den Trimmer, den ich auch benutze, wenn es ein bisschen haarig wird. Das habe ich auf dem Nummernblock Taste 7 für hoch. Dann, oder nee, dann fliegt er nach unten, so die 7 für nach unten, die 1 auf der 10er-Tastatur, dann geht es wieder nach oben. So, wir lassen es mal auf 3. Und dann habe ich im Prinzip den Flap zum Landen, nutze ich den immer. Das ist bei mir auf der F-Taste, auf den F-Tasten F7, um den. Na, das macht er. Ah. Macht doch der Autopilot wieder hier automatisch, der Typ. Deswegen wahrscheinlich auch das Seitenruder. Kleinen Augenblick. So, ich habe jetzt nochmal was eingestellt. Jetzt wird der Flap im Prinzip nicht mehr automatisch vom Co-Piloten betätigt. Ich habe hier im Prinzip automatisches Seitenruder beim Start aus. Unterstützung für das Steuerhorn habe ich aus. Dann Unterstützung beim Start aus. Also im Prinzip fast alles ausgestellt, außer Unterstützung-Checklist landen. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht auch ausmache. Kommunikation soll er sich drum kümmern, den Rest übernehmen wir. Und jetzt im Prinzip bleibt auch, dass der Flap so stehen. Und im Prinzip nutze ich den zum Landen. Das zeige ich euch dann auch gleich noch. Im Prinzip mache ich den ganz nach unten, damit wir Geschwindigkeit rausnehmen. Ja, wer halt Steuerknüppel richtig hat zu Hause, der hat es halt ein bisschen einfacher. Ne, der kann im Prinzip mit dem Steuerknüppel agieren. Ich agiere halt mit den Flaps und mit dem Trimmer. Sozusagen für den Start logischerweise lasse ich den so in der 0-Grad-Position. Also wie gesagt, das sind die Tasten F7 und F6, also F7 für die Einstellung sozusagen und F6 wieder, um zurückzugehen. Hier sehen wir auch, wie viele Einstellmöglichkeiten wir haben. Ich glaube, bei dem Airbus, da haben wir ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ja, jetzt können wir noch mal gucken wegen dem Seitenruder. Ja, das macht er immer noch. Das heißt, wir müssten das gedrückt halten. Jetzt weiß ich nicht, ob das durch das Update ist oder generell, ob das unser Co-Pilot ist. Ich würde auch sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ansonsten benutze ich noch die Taste G für das Fahrwerk, aber das haben wir ja nicht. Und ich ziehe den Vogel nicht nach unten. Also wie gesagt, ich nutze dann die Taste 0, Sprung und 0, dann, damit das Seitenruder sich wieder in die Ausgangsposition begibt. Jetzt weiß ich nicht, ob er das hier macht. Ja, wir nehmen erstmal ein bisschen Fahrt auf. Bisschen an Höhe generieren. Jetzt kann ich es ja mal probieren. Ich glaube nicht, dass er sich wieder einkriegt, deswegen habe ich das auch so eingestellt, also wirklich bloß bei der Landebahn, ui, das schauen wir mal, wirklich bloß am Flughafen, da übernimmt er das noch selbst, aber ansonsten benutze ich es halt selbst, ansonsten nehme ich, mehr Tasten habe ich nicht, wie gesagt, und jetzt können wir mal versuchen, zwecks landen. Da muss ich aber noch ein Stückchen weg vom Flughafen. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. Okay, so, da sind wir wieder. Ich glaube, der Co-Pilot übernimmt jetzt. Also ich habe jetzt nichts gemacht. Mal sehen.
von selbst landet oder was er hier macht. Sonst muss ich das vielleicht auch noch deaktivieren. Aber ich glaube, er macht hier nichts. Weil ich habe gerade über die Leiste eingestellt oder gesagt, dass ich gerne landen möchte. Jetzt macht er, glaube ich, nur Mist. Deswegen müssen wir das vielleicht doch auch nochmal einstellen. Mit dem Landen. Dass er bloß die Gespräche übernimmt. Oh je. Dann sehen wir uns, also ich zeig's nochmal schnell. Ah, das ist hier ein Mist. Also Unterstützung landen aus. Speichern wir, zurück, fortsetzen. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken. Ich den Vogel wieder. Und jetzt habe ich ihn. Soweit, hoffe ich. So, und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn ich dann wirklich lande. So, wir machen das jetzt einfach. Ich denke mal, das sollte so klappen. Also wie gesagt, den Trimmer stelle ich dann so mächtig ein. Wir sehen, also die erste Position habe ich jetzt genommen. Und wir sehen im Prinzip, wir fliegen erstmal ein ganzes Stückchen nach oben. Aber wir sehen auch, dass wir ganz schnell auch wieder nach unten gehen. Beziehungsweise wir sehen auch, dass die Geschwindigkeit runtergeht. Wir warten bloß, bis sich das so ein bisschen einpegelt. Ja, also wie gesagt, ich bin hier kein Flugsexperte. Ich mache das nur just for fun. Und deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich hier Mist mache. So, und dann, wenn er sich praktisch so halbwegs eingepegelt hat, mache ich die zweite Stufe vom Trimmer. Logischerweise nehmen wir dann auch an Geschwindigkeit ein bisschen raus, aber nicht zu doller. Immer so ein bisschen. Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig drauf vorbereitet, auf den Landeanflug. Hey, hey, wir sind ganz schön, glaube ich, hoch. Und wirklich runter. Jetzt geht's runter. Oder doch nicht. Also wirklich will er hier nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall von der Geschwindigkeit jetzt schön nach unten. Vielleicht hätten wir auch eine Cessna nehmen sollen. Mal gucken, wir müssen uns noch ein bisschen drehen. Wie gesagt, wenn der Vogel dann auch eine gute Richtung hat, dann setze ich, wie gesagt, hinten das Steuerruder wieder auf zentral. Also da einfach mal ein bisschen üben. Sind immer noch ganz schön hoch, 3100 Fuß, aber dann geht es auch relativ schnell jetzt nach unten, hoffe ich. Wie gesagt, hier immer so ein bisschen im Auge behalten, da sehen wir, wann es hoch und wann es runter geht. Also wie gesagt, ich lasse den Trimmer, den Flap so. Wie gesagt, sonst werden wir zu schnell. Mal den Schub komplett rausgenommen.
Jetzt müssen wir mal gucken, hier müsste ja genau vor uns die Landebahn sein, aber wir sind immer noch ziemlich hoch. Also wie gesagt, vielleicht wäre es mit einer Cessna besser gewesen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und hier skippe ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt vor, weil das wird jetzt noch ein Momentchen dauern, aber kurz bevor wir landen, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt mal ein bisschen den Trimmer eingesetzt, damit wir jetzt ein bisschen zügiger nach unten gehen. Ich habe mich jetzt auch für die andere Landebahn entschieden. Wir sind echt, echt ziemlich hoch. Zum Glück ist die Landebahn ziemlich lang. Also hier benutze ich jetzt, wie gesagt, wirklich die Taste 7, um runterzukommen. Ich habe wirklich die Engine komplett auf 0. Ich muss den Trimmer auch ganz schön drücken, damit wir hier runterkommen. Und jetzt versuchen wieder langsam den Trimmer wieder nach oben zu ziehen. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen Übung hier mit dem Landen. Ich bin. Also mit so einer kleinen Maschine, da geht's immer noch. Aber klappt auch nicht immer. Also wir sehen's nicht perfekt. Aber wir sind gelandet. Uiuiui. Ah! So, den Trimmer wieder auf neutral stellen. Also mit einem Airbus wären wir jetzt mächtig abgestürzt, schätze ich. Ich weiß nicht, was der hier macht, der Co-Pilot, aber wir halten jetzt einfach an. Mit Strong und Komma. So, und dann sind wir irgendwie halbwegs gelandet. Also keine Ahnung, was hier der Co-Pilot macht. Aber gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, zwecks Einstellung und so weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne rein. Mache ich gerne nochmal ein Video, falls es Probleme gibt. Ansonsten sehen wir uns demnächst mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao!